Ich bin verliebt in die Liebe. Nein, keine Bange, das ist nicht Chris Roberts und er wird auch nicht weiter singen. Aber eigentlich könnte Josef von Eichendorff Tantiemen von dem fordern, denn genau um diesen Slogan geht's in seiner Erzählung Das Marmorbild. Mit dabei sind der berühmte Sänger Fortunato, sowas wie der Chris Roberts der Romantik. Nee, Blödsinn, ein wirklich berühmter Sänger und guter Kerl. Der junge Florio, der offensichtlich genug Geld hat, um sich einfach mal ein bisschen rumzutreiben, sollte man in der Jugend ja auch machen. Die ebenfalls junge und hübsche Bianca spielt gern Badminton und ist ein schnell verliebtes Ding. Der geheimnisvolle Ritter Donati mit grünem Geschmeide, wie man hier sieht. Und die nicht minder geheimnisvolle, wunderschöne Dame, die Bianca irgendwie ähnelt, dann aber auch wieder nicht. Die Geschichte spielt in Lucca und Umgebung, aber eigentlich ist das mehr so eine Art idealisiertes Italien, so wie man sich's vorstellt, bevor man in den Urlaub fährt. Mit Bestimmtheit können wir nur sagen, dass der Frühling gerade angefangen hat und Florio ist on the road und macht eine Reisebekanntschaft. Und was machst du so? Die haben natürlich hier ihre Pferde dabei. Und er so, ja, ich hab Gap hier und mach ein bisschen Backpacker durch Italien und singe. Na, das ist doch schön. Alle stimmen zusammen, machen den Frühling. Aber hier, Vorsicht vor dem dunklen Spielmann, der die Jugend auf die dunkle Seite der Macht. Aber bevor er noch ausreden kann, sind sie bei so einer Art Open-Air-Festival angekommen, wo massig Leute sind und der stürzt sich ins Getümmel. Florio lernt Bianca kennen. Oh, hier ist ein Federball runtergefallen. Und die so, ups, da tönt von hinten der Ruf Fortunato. Und das ist der, mit dem ihr gereist ist. Und der so, oh nein, jetzt bin ich mit dem Star gereist und hab den nicht um Autogramm gebeten. Aber der ist nach wie vor nett zu ihm. Und am Abend sitzen sie dann zusammen in so einem Zelt am Lagerfeuer und es wird gesungen. Und der Fortunato sagt, so, jeder singt jetzt seiner Angebeteten ein kleines Liedchen. Und zufällig sitzt der Florio neben der Bianca und singt, jeder hat die seine, ich stehe hier alleine. Und knutsch! Und ups, aber es ist alles cool, die haben Spaß, die Stimmung ist gut. Fortunato singt einen Song über die Liebesgöttin Venus. Da kommt plötzlich der unheimliche Donati rein. Macht aber weiter nichts, sondern geht erstmal zum Buffet. Dann dreht er sich zu Florio um und sagt, dich kenne ich. Und der so, was? Woher kennen wir uns denn? Und irgendwie ist es dann auch fröstelig und die Party ist vorbei. Bianca geht nach Hause. Übrig bleiben der Sänger, der Reisende und der unheimliche Ritter und ziehen hoch zu Ross nach Lucca rein. Und kurz vorm Stadttor scheut das Pferd von Donati und der sagt, mein Pferd will wohl nicht, dass ich euch zur Herberge begleite. Besuch mich doch mal auf meinem Landhaus hier in der Nähe. Und weg ist er. Und der Fortunato schüttelt sich einmal und sagt, boah, gut, dass der weg ist. Der ist mir so sympathisch wie ein Sith Lord. Und sie checken in der Herberge ein. Florio wacht dann mitten in der Nacht auf, schnappt sich die Klampfe, die Fortunato bei ihm gelassen hat, und macht einen Spaziergang, weil es eine schöne Nacht ist, weil er jung und verliebt ist. Und er singt lauthals ein Liebeslied vor sich hin und lacht dann über sich selber, weil er gar nicht weiß, in wen er eigentlich verliebt ist. Und dann kommt er zu einem tollen Park. In dem Park ist ein Teich. An dem Teich steht eine geheimnisvolle Venusstatue. Und er ist voll geflasht. Die guckt mich doch an. Boah, ist die wunderschön. Und dann guckt er nochmal hin und dann wird ihm plötzlich total unheimlich. Und er flieht ganz schnell nach Hause und will am nächsten Morgen eigentlich auch gar nicht so gerne darüber sprechen. Aber die Nachricht von seinem nächtlichen Ausflug hat sich irgendwie verbreitet. Und der so, na, nachts noch um die Häuser gezogen, verliebt. Und der so, ach was, ich bin doch nicht verliebt. Als er dann aber alleine ist, boah, ich muss diese Statue unbedingt wiederfinden. Also irrt er durch die Botanik und nach langem Suchen findet er, glaubt er zumindest, den Ort, an dem er gewesen ist. Und da ist dann eine schöne Dame im Garten und singt. Und zwar singt sie, hallo Frühling, altes Haus, du wächst mich, es sieht göttlich aus. Boah, die kenne ich doch irgendwo her. Aber dann ist sie weg und er stolpert quasi über den am Boden liegenden Donati und sagt, wach mal auf, wer ist denn die Dame, die hier wohnt? Also, wie kommst denn du hierher? Und ja, das ist eine Verwandte von mir, die kannst du mal kennenlernen. Und die heißt sofort, nee, morgen oder so, ja, holst du mich ab. Und er wartet schon den ganzen Tag darauf, dass der Donati ihn endlich abholen kommt. Und am nächsten Tag kommt er und sagt so, so, jetzt gehen wir zur Jagd. Nee, wie zur Jagd? Ich will die Dame kennenlernen. Nee, heute ist Sonntag. Ja, eben, Sonntag, heiliger Sonntag, da gehe ich doch nicht jagen. Und er so, heilig, ich muss ganz schnell weg. Und er so, was hat der denn? Nur weil ich heilig gesagt habe. Da kommt aber der Fortunato und sagt, gute Nachrichten, wir gehen heute Abend zu einer Party. Du wirst deine alte Bekannte treffen. Und er so, yippie. Da es sich um Italien handelt, sind sie auf einen Maskenball eingeladen. Und da sind massig Leute mit Masken. Der Fortunato mischt sich wieder unter das Volk und spielt so seine Schelmereien. Und plötzlich tritt eine Maskierte in griechischem Kostüm, sieht man hier ja ganz deutlich, auf den Florio zu und gibt ihm eine Rose. Und sie tanzen miteinander. Irgendwann flüstert sie, du kennst mich. Und kurz bevor sie verschwunden ist, hat der Fortunato ein Double-Take gesagt, hä? Da steht die nochmal, die gleiche, am Ende des Raumes. Das ist auch ein Mädchen oder eine Frau mit griechischem Kostüm. Und die ist weg. Und er versucht verzweifelt, diese Griechin zu finden. Und geht aus dem Haus raus. Und dann sieht er tatsächlich
von Weitem die Griechen ohne Maske auf dem Brunnen sitzen und singen. Es wird sehr viel gesungen in dieser Erzählung, muss man mal sagen. Aber bevor er noch hinhuschen kann, ist sie weg. Stattdessen wendet sich der Hausherr, der sie zur Party eingeladen hat, ihm zu und sagt, na, Spaß. Und er so, ja, nee, danke für die Einladung. Was will der denn von mir? Warum checkt denn der mich so ab? Und dann findet er endlich die Griechin. Sie hat mittlerweile die Maske abgenommen, trägt dafür einen Schleier, was ihm jetzt auch nicht wirklich weiterhilft. Und er sagt, wer bist denn du eigentlich? Sag mal, stalkst du mich und frag mich nach Namen? Da ist es unheimlich bei den Gründen. Und er so, hä, ist ja gut, aber besuchen könntest du mich mal. Und sie wirft den Schleier zurück und es ist die schöne Dame. Hättet ihr auch gleich wieder erkannt, oder? Und er so, warte, aber die ist schon weg. Und dann kommt der Fortunato und sagt, wo bleibst denn du hier? Ich wollte dir doch deine Bekannte vorstellen. Und das ist natürlich die andere Griechin und das ist Bianca. Und die so, hallo. Und die so, hi, ist doch schön hier in so einer Mondnacht, oder? Sieht alles aus wie Marmor. Marmor? Was, wo? Und die so, ist ja gut. Bleibst du lange in Lucca oder musst du bald wieder weg? Ja, ja, Und weg ist er. Und sie weint, weil sie so verliebt in ihn ist und merkt, dass er mit seinen Gedanken woanders ist. Aber die Landschaft liegt im Mondenschein wie eine Hieroglyphe. Nach ein paar Tagen trifft Florio auf Donati in seiner Villa und von Weitem sehen sie, wie die schöne Dame gerade von der Jagd zurückkommt. Die wohnen ja auf dem gleichen Grundstück. Und so, jetzt besuchen wir die. Und es stellt sich heraus, dass diese schöne Dame in einem Schloss wohnt, das einem griechischen Tempel oder römischen Tempel ähnelt. Und so, boah, hübsche Hütte. Willst du die mal von innen sehen? Und sie nimmt ihn mit zu sich rein. Da sind natürlich noch viele Diener auch und solche Sachen. Und innen drin ist dieser Tempel mit vielen Marmorstandbildern geschmückt. Man sieht das hier, da kommen auch unter anderem so zwei Arme aus der Wand, wo so Leuchter dran sind. Und es sieht fast so aus, als ob sie jetzt zum gemütlichen Teil übergehen. Da singt draußen wer ein altes Kirchenlied oder jedenfalls kommt Gott drin vor. Und da wird die Dame bleich wie Marmor, aber nur kurz. Ah, du, mir kommt so vor, als hätte ich dich schon als Kind gekannt. Auf ganz vielen Bildern habe ich dich gesehen. Und sie so, halt die Klappe und betatscht ihn wieder. Aber da singt es draußen wieder und ihm wird ganz komisch. Oh Gott, lass mich nicht verloren gehen. Sie reißt das Fenster auf und brüllt raus, Ruhe da draußen, es ist nach 10. Aber es gibt ein Gewitter, eine Schlange zischelt vorbei. Dann werden die Marmorstandbilder im Raum plötzlich lebendig. Sie wird immer bleicher. Und die versuchen, den Florio jetzt zu fangen. Und er zieht seinen Degen und dann flieht er von diesem schrecklichen Ort ins Freie. Dort sieht er auf einem Kahn im Weiher stehend den Sänger. Es handelt sich natürlich um seinen Freund Fortunato, der dieses alte fromme Lied gesungen hat. Aber er spricht nicht mit ihm, sondern eilt nach Hause. Und am nächsten Morgen, so, jetzt suche ich den Donati. Der muss mir erklären, was hier passiert ist. Und macht sich auf die Suche. Donati? Hä, wo ist denn ihm sein Haus? Das ist ja nur so eine alte Hütte. Kennt ihr jemand den Donati? Aber niemand hat ihn je gesehen. Und er denkt sich so, oh Gott, wo war ich denn? Und er ist voll deprimiert. Am nächsten Tag beschließt er abzureisen, ist also mit seinem Pferd unterwegs. Da trifft er noch drei andere Reisende. Niemand anders als seinen Kumpel Fortunato, den Gastgeber von der Party, den Pietro. Und dann ist da noch so ein junger Typ, der ist auch mit dabei. Der so, ja, wir wollen ein bisschen Ferien machen. Italien ist ja super um die Jahreszeit. Ach, guck, da ist eine alte Ruine. Und sie kommen an so einer alten Ruine von einem Schloss, könnte auch ein Tempel gewesen sein, vorbei. Und der Pietro so, hier, Fortunato, du kennst dich doch mit alten Sagen aus. Erklär uns mal, was hier los war. Und der singt ein Lied darüber, dass im Frühjahr immer die alte Göttin Venus erwacht und versucht, Menschen zu verführen. Hier, das ist genau hier, ne? Der alte Venus-Tempel. Ich habe vorgestern Abend erst ein frommes Lied hier gesungen. Das ist so ein Gegenmittel gegen die heidnischen Götter. Und dem fällt's wie Schuppen aus den Haaren. Boah, hab ich ein Glück gehabt. Ich bin frei. Denn Venus hatte ja eben versucht, ihn zu verführen. Und dann guckt er nochmal diesen jungen Typen an, der mit ihnen unterwegs ist. Und es handelt sich natürlich um niemand anderen als Bianca, die so verliebt in ihn war, unglücklich, dass Papa ihr Ferien spendieren wollte. Aber jetzt wird ja alles gut. Aber verarsch mich nicht wieder. Und voller Freude reiten sie nach Mailand zum Shoppen. Und die Moral von der Geschichte? Augen auf bei der Partnerwahl. Es kommt nicht nur auf die perfekte Marmoroberfläche an. Macht nicht den Fehler, euch in eure eigene Vorstellung von jemandem zu verlieben. Das tut immer weh. Und das, liebe Gemeinde, war das Marmorbild von Josef von Eichendorff. Vielen Dank. Applaus